Ja, vor gut einem Jahr waren Gehprobleme bei Helmut unübersehbar. Er hatte große Schwierigkeiten, sich fortzubewegen, äußerte sich anfangs noch wenig über Beschwerden. Alles brachte nichts, orthopädische Schuhe nicht, Einlagen nicht, war alles erfolglos. Und dann schließlich sind wir auf Simi gekommen. Es wurde dann sofort auch ein umfangreiches Blutbild veranlasst, das dann erhöhte Entzündungswerte brachte. Dann wurde schnellstens ein Internist hinzugezogen. Der hatte dann den Verdacht, es könnte Rheuma sein. Ein Monat später sind wir schon im UKE bei einer Rheumatologin gewesen, die dann die ganz sichere Diagnose Rheuma gestellt hat. Er hatte große Probleme, einmal wöchentlich von seiner Wohngruppe aus zu einer KG-Einrichtung zu gehen, die nur ca. 250 Meter entfernt ist. Er ist dorthin einige Male sogar im Rollstuhl gefahren worden. Und bewältigt er diesen Weg sogar schon wieder alleine. 250 Meter sind nicht viel, aber für jemanden, der Gehprobleme hat, doch ganz erheblich. Und wir sind dem Simi außerordentlich dankbar, dass das der entscheidende Schritt war, Helmut zu helfen.